Aus der Welt des Schreckens und der Furcht machen sie die grausame Bekanntschaft mit dem blutigen Terror. Ein unglaubliches, furchterregendes Spektakel, das Sie selber erleben müssen, wenn Ihre Nerven es aushalten. Horror geht durch die Nacht, wenn das halbtote Monster mit der Krallenhand Schrecken verbreitet und Zerstörung verursacht. Ein vielversprechendes Ergebnis, das sich in der jetzigen Phase des Experiments abzeichnet, ist, dass die bösartigen Nebenwirkungen des Chlorophylls auf den Körper ausgeschaltet werden können. Der Körper bleibt indessen am Leben, aber es ist mehr oder weniger ein Vegetieren. Er kann nur von geistigen Einflüssen aktiviert werden, die auf keinen Fall von einem Mechanismus erzeugt werden können. Andererseits kann ich es noch nicht verantworten, Drakatas Kopf auf diesen Körper zu transplantieren. Sie machen also wieder Experimente an lebenden Menschen? Aber ja, Ihr früheres Urteil hat sich völlig bestätigt. Ich bin jetzt noch verrückter. Sie erleben eine Orgie blutigen Terrors. Ein Wahnsinniger transplantiert menschliche Köpfe im Keller des Horrors. Fantasievoller als die Wissenschaft, schockierender als die Fantasie. Ein verzweifelter Kampf um Leben und Tod. Die verbotenen Geheimnisse des unheimlichen und finsteren Wissenschaftlers der Verdammnis werden hier offenbart. Vergessen niemals das Krallenmonster ohne Kopf. Es wird von einem wahnsinnigen künstlichen Gehirn gesteuert. Verpassen Sie nicht das schockierende Filmerlebnis. Das Monster mit der Krallenhand. The Beast of Blood.